Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zur der heutigen Ausgabe Meine Sicht, Endzeit. Und mein heute ganz besonderer Gast ist der Peter Freiherr von Lichtenstein. Wie ihr wisst, schon ein Gast, den ich schon seit über 2 Jahren habe. Und der mir in der Zwischenzeit wirklich sehr lieb geworden ist. Und ich freue mich, dass er da ist. Hallo, Peter. Ja, herzlich willkommen. Grüß dich, Thorsten. Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Sehr, sehr schön. Nach deiner kleinen erzwungenen Auszeit und alles ist wieder wohl behütet und gelichtet, das freut mich sehr. Ja, sehr gerne. Also ich habe mich gefreut, dass das so spontan geklappt hat, weil du hast ja auch einen ziemlich, ich sag mal, vollen Zeitplan, ne? Und da ist dann natürlich Zeit für Videos ein bisschen begrenzt. Und warum habe ich dich eigentlich eingeladen? Im Vorgespräch hatte ich dir ja schon gesagt, dass ich das Thema Endzeit gern mit dir besprechen möchte, weil ich bin ja jemand, auf der einen Seite, du hast aufgezeigt, wer die lichten Gestalten sind, die also sichtbar werden durch deine Bücher, die du machst. Und auf der anderen Seite natürlich hat mich dieses Thema so neugierig gemacht, dass ich immer mal wieder geguckt habe, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Wer ist denn der Böse so oder das Schlechtwegböse? Da würde ich mich echt freuen, so wenn du vielleicht mal deine Sicht der Dinge auch mal darlegen kannst. Und ich weiß nicht, ob du mein letztes Video gesehen hast. Das hieß ja Endzeit, so dass also zufällige Ereignisse rein zufällig erscheinen, das hat letztendlich dazu geführt, dass ich so viele Anfragen habe, ich soll doch einen zweiten Teil machen, und da habe ich dann gedacht, naja, zweiter Teil ist ja schön und gut, aber ich lege dann noch einen drauf und frage jemanden, der es wirklich sehr genau weiß, und das bist eben du, Peter. Und kannst du so ein bisschen durchleuchten, wer, mit wem oder was wir das hier zu tun haben? Ja, also zuerst einmal, ich weiß auch, dass ich nicht weiß. Ja, und da ich weiß, dass ich nicht weiß, weiß ich mehr als die, die nicht wissen, dass sie nicht wissen. Also da jetzt mal drüber sinnieren. Am Ende ist es so, dass wir ja gerade dabei sind, die Punkte zu verbinden. Wir können jetzt zum Teil vielleicht Hypothesen aufstellen, wir können Indizien sammeln, wir können sagen, es gibt keine Zufälle mehr. Die Wahrheit wird sich immer mehr offenbaren. Wir haben gerade letzte Woche in einem ganz tiefen Channeling wieder einige Geheimnisse öffnen können fürs morphogenetische Feld. Also es arbeiten auch viele Menschen aktuell daran, Informationen im morphogenetischen Feld, im Nullpunktfeld freizulegen, die jetzt vorher noch nicht möglich, weil ein Siegel drauf lag, jetzt für die Menschheit offenbart wird. Wir gehen also definitiv in die Zeit der Klarheit, Reinheit und Wahrheit. Es erfordert, 40 Jahre Arbeit ist ja nichts, es erfordert wirklich immer extrem viel Puzzlestücke zusammenzufügen und um ein Gesamtbild zu bekommen. Und manchmal hat man noch nicht alle Puzzleteile zusammen, aber es ergibt sich bereits ein Bild und darüber können wir sprechen. Ja, vorne weggenommen, Endzeit, das Wort Endzeit wird von vielen immer als etwas, oh Gott, bezeichnet. Warum? Weil wir auf Angst indoktriniert sind. Das Wort Endzeit bedeutet weder schlecht noch gut. Das müssen wir einmal ganz kurz definieren. Das heißt, was ist die Endzeit? Die Endzeit kann auch sein, alles geht jetzt in total die Bewusstseinsanhebung und ins Licht und wir sind irgendwann in der fünften Dimension, keine Ahnung, und alles wird total geil werden. Bitte da ein bisschen differenzieren, weil wir werden seit Jahrhunderten wirklich auf Angst getrimmt. Und sie ist so verankert in uns, dass wir oftmals darin unbewusst festhängen. Da ganz kurz Stopp rufen, was bedeutet das überhaupt? Also es lässt alles offen. Auf der anderen Seite wissen wir ja beide, Thorsten, dass wir in der Welt der Dualität und der Polarität leben. So, ja. Die Dualität ist nun mal da. Damit ist auch ein gewisser Teil der, ich nenne es mal, anderen Seite des Lichts auf der Erde und hat tatsächlich eine Existenzberechtigung. Nur inwieweit wir es zulassen, dass diese Waage ungleich wird, das hängt von den Menschen ab. Und das ist das, was wir verstehen lernen dürfen wieder in der Zukunft. Wir dürfen lernen, dass diese Art des
umgedrehten Lichts, die Finsternis, die Dunkelheit, wie auch immer du es nennen magst, eine Existenzberechtigung hat, akzeptiere sie, aber gib ihnen keine Energie und nimm sie nicht an, damit die Waage wieder entsprechend wird. Am Ende aber ist die Waage niemals exakt gleich. Warum? Weil alles aus einer Urquelle entstammt im Universum und im Kosmos, teilweise die Finsternis durchläuft, aber am Ende auch wieder ins Licht will. Und damit endet immer alles im Licht und damit im Guten. Ganz genau. Und das ist die schöne und die frohe Botschaft. Und wir leben gerade jetzt in einer Zeit, in der das alles wirklich schlagartig umschlägt, diese Frage. Ja? Ja, das denke ich auch. Also ich sag mal, natürlich war der Titel provokativ, ja, das ist klar. Aber ich sehe das genauso das ist wie gut. Du. Ich wollte nie damit erreichen, dass die Menschen da draußen in die Angst gehen, sondern eigentlich möchte ich dazu beitragen, angstfrei zu sein. Weil ich sag mal so, wir sind Teil dieser wunderbaren Schöpfung und dürfen eben unsere Erfahrungen machen. Und ich sag mal, wenn wir erlernen, oder ich drücke es mal anders aus, woher will man denn wissen, was man nicht mag oder will, wenn man es nicht mal probiert hat? Ja, also die Erfahrungen, die du im Laufe deines Lebens machst, die sorgen letztendlich dafür, dass du, naja, wie soll ich mich da ausdrücken? Ich vergleiche das immer gerne mit Partnerschaften. Das hatte ich schon in einem anderen Video gesagt. Beispiel, im jugendlichen Jahren, da war ich ein echterer Halodria. Hat mich halt nur interessiert, die Weiblichkeit und was man damit so Schönes machen kann. Ja, dann irgendwann habe ich mich schwer verliebt und ich habe bedingungslos geliebt. Ja, und ich habe in diesen 10 Jahren dieser bedingungslosen Liebe all das wiederbekommen, was ich der holden Weiblichkeit quasi angetan habe während dieser Zeit. Jedoch, ich habe zwar empfunden, als ist das war ganz schlimm für mich. Nein, heute weiß ich, es war eigentlich etwas, was ich lernen durfte. Ich durfte nämlich lernen, einmal, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn jemand dir dasselbe antut, was ich anderen angetan habe, auf der einen Seite. Und wiederum habe ich dadurch gelernt, was ich niemals möchte. Ja, das heißt, also ich habe es für mich angenommen. Ich habe, also ich sag mal, ich mache dann immer ein kleines Ritual. Ich vergebe mir im Hier und Jetzt, in der Vergangenheit, von Anfang an bis in die Zukunft sozusagen, ja, damit das aus der Welt geschaffen ist. Und damit habe ich einen Knoten gelöst und ich konnte loslassen, ich konnte abschließen mit dem Alten. Und das meine ich. Das heißt also, manchmal kann in der Tat auch etwas, was du als negativ empfindest, etwas Gutes sein, etwas Gutes bewirken, weil du vielleicht dann die Sachen lernst, die du in deinem Leben noch nicht gelernt hast. Da fällt mir ein einfacher Spruch ein, den Jesus gesagt hat: Das Gute wie das Schlechte tragen beide etwas Wichtiges in sich, nämlich eine Chance zur Entwicklung. Insofern hat beides in gewissem Grade, nenne ich es mal, eine Existenzberechtigung, um daraus natürlich auch etwas zu lernen für die Zukunft. Und es ist ja so, wir haben ja alle eine Blaupause, wir haben einen Seelenplan, mit dem wir hier niedergekommen sind. Und wenn wir diese Blaupause nicht mit der Blaupause Gottes abgleichen und damit auf unserem Weg sind, dann bekommen wir Probleme. Und wir bekommen das auch gezeigt in der 3D-Welt durch Probleme, die auf uns zukommen. Und wenn wir das nicht verstehen wollen, dann werden diese Probleme immer massiver. Und dann wird es immer größer, das Zeichen, das ich bekomme, und auch massiver, bis ich es irgendwann vielleicht verstanden habe. Insoweit, es ist schlecht zu sagen, du bist an deinem Leid selbst schuld. Das klingt immer sehr, sehr verurteilend. Sondern du bestimmst das Tempo deiner Entwicklung. So würde ich es ausdrücken. Indem du auf die Zeichen, auf die Intuition, das ist das tiefste Wissen, das du haben kannst, etwas mehr vertrauen solltest. Aber auch das ist ja natürlich seitens gewisser Kreise nicht gewollt, dass wir da wieder in diesen Spiritualismus kommen, in die Anbindung an die Urquelle. Denn dann würden wir, glaube ich, vieles eher verstehen. Und da geht es auch wieder um Erinnerungen.
um Erinnerungen, auch an Vorleben, auch an unsere Erfahrungen, die wir schon lange vorher hatten, aus denen wir auch lernen dürfen und vielleicht sogar auch wieder daran anknüpfen. Und jetzt ist die Zeit, ich erlebe das sehr viel, sehr weit, wo sehr viele Menschen sich tatsächlich wieder schlagartig erinnern an Vorinkarnationen und an Probleme aus diesen Vorinkarnationen, um im Hier und Jetzt einen Lösungsansatz zu haben. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, aber wir wollten ja über die Dunkelheit heute sprechen oder über die Endzeit. Und du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, dass es ja auch darum geht, dass du so ein bisschen Forschungen gemacht hast, was da draußen so los ist und du so ein bisschen so die Quellen, die Urquellen des Üblen nachgehst. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also ich sag mal, der Anreiz, das überhaupt zu tun, das war eben, weil mich eben halt viele gefragt haben, Mensch, Thorsten, sag mal, kannst du mir da genaue Antworten geben? Also ich sag mal, gerade wenn es in diesen Texten geht, die also wirklich uralt sind, wo man also Urquellen quasi herausfiltern kann, so wie du das machst, wo du eben die Sachen findest, die jetzt so vielleicht keiner gefunden hat, ja, da bist du auf jeden Fall prädestiniert für, ja, und deswegen verweise ich immer auf deine Bücher, manchmal verschenke ich auch ein Buch von dir, kommt immer ganz drauf an, in welcher Situation derjenige ist, der jetzt also mich jetzt fragt und mich ersucht, eben Antwort zu geben. Ja, die Urquelle. Was ist die Urquelle allen Übels? Man könnte eigentlich sagen, Kain und Abel, ne? Und dann die Geschichte, die ja auch in der Bibel sehr schön steht, wobei ich nicht so bibelfest bin, wie manch einer vielleicht glaubt. Sondern ich habe mir das anhand des roten Fadens, der durch die Geschichte geht, mühselig rausgeklamüstert, ja. Und der erste Mörder, also von dem ersten Mörder aus geht diese Linie durch, bis hin tatsächlich dann zu den aktuellen Herrschern. Und das ist lückenlos. Kannst du das auch sehen? Du kannst auch die letzten 100 Jahre dir anschauen und gucken, was ist da eigentlich so passiert. Ich sag mal, wenn man 1871 sich mal anschaut, 1871, was ist weltweit da passiert? Da haben wir auf der einen Seite das Zweite Deutsche Reich, was entstanden war, ja. Und eben auf der anderen Seite in den Vereinigten Staaten von Amerika, das originäre Konstrukt, ja, entstand dann ein District of Columbia. Das heißt also mit dem Act von 1871 wurde also ein Stück des originären Staates abgetreten, an sehr mächtige und einflussreiche Bankiers, die wiederum für das britische Empire agierten. Ja, und das sind dann eben natürlich auch so sang- und ruhmreich klingende Namen wie Sachsen-Gotha und solche Sachen. Und das Schärfste ist, an ihren Wappen verraten die sich. Ja, also sie zeigen uns anhand ihrer Symbolik, welches Geisteskind sie sind. Und das ist wirklich stark. Ich habe im letzten Video das so aufgezeigt, gerade so auch das neue Wappen jetzt vom König Charles, woran man eben erkennen kann, dass also Merowingerblut hier drin ist, an dem Einhorn, ja, und bei der Queen Elisabeth war das Einhorn gebrochen, ja, also das Tier trug eine Wunde, ja, und diese Wunde wurde dann irgendwann verschlossen und jetzt ist sie verschlossen. Dann gibt es noch eine Bibelstelle, aber frag mich nicht, wo du die finden kannst. Ich habe nur hier mal gelesen, da mal gelesen und versuche mir mein eigenes Bild zu machen und stelle dann fest, dass viele Stellen, die mir dann so einfallen, wie der Drache, die Hure Babylons und diese ganzen Informationen, die du bekommst, immer wieder ist der Vatikan, der da auftaucht, ja, taucht, ja, bis hin zu Babylon, dann natürlich das alte Rom, das Pharaonentum und so. Also es zieht sich durch die Geschichte und ich sag mal, ich denke,
dass, wie wir uns das vorstellen, dass also Satan, Belzebub oder wie du ihn nennen möchtest oder wie du diese dunkle Energie nennen möchtest. Ich denke, wir reden hier von geistigen Wesenheiten. Ich glaube jetzt nicht, oder ich denke jetzt nicht, dass jetzt also, ich sag mal, in der Endzeit, in Anführungszeichen, so wie es jetzt in der Bibel steht, dass Satan ja also seine Flügel ausbreitet. Ich glaube, das ist eher auf der anderen Ebene zu betrachten. Ja, so wie der Körper ja als Gefäß dient, ja, nämlich für meine Seele, mein Geist, ja, der ja also betrieben wird durch den Götterfunken, der ja in mir ist. Das ist ja mein Vehikel, um mich hier bewegen zu können. So kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich dieses luziferische, dieser Geist oder wie du ihn auch schimpfen magst, wahrscheinlich nur in dieser Blutlinie in den jeweiligen Körpern inkarnieren kann. Das heißt nicht reinkarnieren, sondern inkarnieren, also diese Hülle quasi nutzen kann, die also dort eben aus dieser Blutlinie stammt. So kann ich mir das gut vorstellen. Dass die schon seit Jahrtausenden auch mit schwarzmagischen Mitteln arbeiten, um immer wieder in der gleichen Linie zu inkarnieren. Ich glaube, das ist ja auch nichts Neues, das ist relativ bekannt. Ist auch interessant, dass sie das konnten, aber zu einem Preis. Weil damit kumuliert sich ihre Schuld und damit kumuliert sich ihre Dunkelheit in sich. Und ich habe ja gesagt, irgendwann will alles ins Licht. Und wir sind jetzt in der Endzeit, wie du sagst. Das bedeutet, wenn ich jetzt als superbillionenreicher Milliardär immer wieder versuche, in der gleichen Linie zu inkarnieren, um mein Spiel weiterzutreiben und auch Mittel und Wege habe, auf schwarzmagische Art mich wieder an mein Elend, das ich erzeugt habe, zu erinnern und anzuknüpfen, dann lade ich mir eine große Schuld auf. So, die wird mir irgendwann auf die Füße fallen. Das Gesetz von Saat und Ernte ist nun mal da. So, das Problem ist jetzt, dass denen richtig die Klammer geht im Moment. Aber so richtig die Klammer. Warum? Weil sie jetzt wissen, dass sie die Endzeit die Gesamtrechnung bezahlen müssen. Und da haben die panische Angst vor. Deswegen versuchen die auch mit allen möglichen Mitteln ihr Leben zu verlängern, ja, von Adrenochrom bis zum. Es ist wirklich so, die wissen, jetzt kommt bald die Endrechnung. Und die wird nicht schön aussehen. Ja, die wird nicht schön aussehen. Letztlich richtet auch kein Richter über uns. Letztlich richtet auch kein Gott über uns im klassischen Sinne, sondern letztlich richten wir uns selbst. Und zwar aufgrund dessen, was wir in unserer Vergangenheit veranstaltet haben. Saat und Ernte. Aktion und Reaktion. Es ist ein völlig normales Naturgesetz, wie die sieben hermetischen Gesetze, denen alles unterliegt. Es geht gar nicht anders. Und wie gesagt, diese Gesamtrechnung, die werden Sie jetzt langsam bezahlen müssen. Sie täuschen uns aber auch. Nehmen wir diese Wappen, diese Tiere. Du wirst bemerken können, dass in gewissen Kulturen der Drache zum Beispiel als sehr positiv anbetrachtet wird, wohingegen in anderen als der Böse angesehen wird. Mit der Schlange haben wir Ähnliches. Die Schlange wird in sehr guten Dingen, Kundalini-Stab, Äskulap-Stab, steht für Wissen, Weisheit, Transformation. Auf der anderen Seite hat man ihr die böse Rolle zugespielt in der Paradiesgeschichte und anderen. Also, das stiftet ein bisschen Verwirrung natürlich, ja. Aber denke daran, wir sind in der Welt der Polarität und Dualität. Okay? Wir können ein Brotmesser zum Schneiden, aber auch zum Töten benutzen. Genau das ist der Punkt. Es ist per se nicht jedes Symbol oder per se nicht jedes Bild, das wir sehen, schlecht, nur weil wir etwas darin erkennen wollen, weil wir das so beigebracht bekommen haben oder gelesen haben, sondern es kann durchaus je nach Kontext beides bedeuten. Geht immer um den Kontext an. Wie nutze ich das? Ist das so zu sehen? Ich glaube, es war ein Goethes Faust. Ich bin ein Teil dieser Kraft, die stets das Böse will, doch das Gute schafft. Ja? Kann man das Sowieso, so? das gehört dazu. Das gehört dazu. Das heißt, das ist der Beweis dafür oder die Aussage von Goethe, der wirklich sehr viel wusste und ein Eingeweihter war, dass letztlich die dunkle Seite etwas Gutes daraus oftmals erschafft, ja, wenn man sie denn erkennt. Und so hat auch das, was jetzt passiert, die letzten Jahre, das Negative, all das Schlimme, was geschieht, einen Effekt, nämlich, dass Menschen wach werden, dass mehr Menschen wieder in ihre Mitte finden, die Wahrheit herausfinden. Und das ist die gute Seite, die andere Seite. Das wäre so nicht möglich gewesen, sonst wären wir weiter in diesem Nebel gewesen.
Und genau das ist der Punkt. Und das Zweite, was Goethe ja gesagt hat, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das heißt, zum Thema Dämonen, Finsternis, Licht, ist es immer so, es kann die Dunkelheit nur jemanden ergreifen, der das Dunkle in sich trägt. Ganz simpel. Wenn du Gutes denkst, Gutes fühlst und Gutes tust, kann nichts Negatives dich besetzen oder in dich reinfahren, weil sie haben keine Nahrung. Du hast keine negativen oder bösen Seelenanteile oder sie überwiegen nicht. Ja, Ja? stimmt. Insofern erschaffen wir diese Geister, diese Egregoren meist selbst. Ich meine, wir wissen selbst, böse Gedanken und böse Worte ziehen auch böse Taten an. Es geht doch gar nicht anders. Es ist ein ganz, ganz simple Gesetz der Gesetzmäßigkeit, in der wir Anziehung. nachgehen. Es ist so simpel. Ja, ganz klar, Gesetz der Anziehung, ne? Also das, Ja, was du natürlich. aussendest, das bekommst du zurück. Sender, Empfänger. Ja, und das kommt wieder letztendlich zu dir selber zurück. Ja, ich finde das Jetzt übrigens hattest sehr du über die interessant. Merowinger gesprochen eben, Thorsten, gell? Ja, genau. Sorry, Entschuldigung, ich spreche weiter, ich habe mich unterbrochen, sorry. Alles gut. Kein Problem. Naja, ich sag mal so, Sender, Empfänger hatte ich ja eben gesagt, ganz genau. Und letztendlich bekommt jeder das, was er selbst gesät hat, das wird er auch ernten. Und das Schöne ist, und da gebe ich dir auch recht, ist, wir leben jetzt in einer wirklich spannenden Zeit. Vor einem Jahr habe ich das noch nicht so betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe dann, als ich auf der Suche war, um aufzudecken, wer denn hier im Hintergrund agiert, habe ich mir alte Videos nochmal angeschaut. Immer und immer wieder. Ich habe alte Texte gelesen. Ich habe also, da gibt es zum Beispiel ein verstörendes Video von einer religiösen Minderheit, ein Krankenwagen und es wird Party gefeiert mitten im tiefsten Lockdown. Ja, und da habe ich so gedacht, da wird irgendwas gefeiert, da wird irgendwas angekündigt. Das heißt also, die wissen etwas, was ich nicht weiß. Was ist das? Und dann habe ich weitergeforscht und habe dann den einen oder anderen Freund mal angerufen, unter anderem auch einen, der also Spezialist ist, gerade in diesen okkulten Geschichten. Und der hat mir gesagt, naja, es hängt damit zusammen, warum heißt diese C-Blödemie, warum heißt die C-Blödemie? Was heißt denn, es gibt ein tolles Bier, das übrigens auch so heißt. Warum heißt es das? Ja, weil hier soll jemand gekrönt werden, wenn du so willst, ja. Ja, und das stimmt ja, es wurde ja auch jemand gekrönt, ne? Und das ist dann, also im Grunde genommen spielt sich jetzt gerade das ab, was in der Bibel und in anderen religiösen Schriften prophezeit wird. Ja, also so könnte man das sagen. Und damit sehe ich die immer böse beschriebene Apokalypse, also die Aufdeckung, als solches nicht mehr negativ, sondern durchaus sehr positiv. Denn Schau mal, es gibt den Begriff Self-Fulfilling Prophecy. Wenn ich lange genug an etwas glaube, dann mache ich es zur Realität. ja. Das bedeutet nichts anderes, wie Goebbels gesagt hat, wir müssen so lange an die Lüge wiederholen, bis jeder an sie glaubt. Und jetzt überleg mal, ich bin ja da in der heretischen, gnostischen Ansicht, dass die Apokalypse des Johannes niemals von ihm geschrieben wurde, dass sie ein Konstrukt der Kirche ist aus dem Mittelalter, um uns grundlegend immer in der Angst zu halten. Es ist ein Angstporno-Instrument der Kirche, aus dem man versucht, alles Mögliche zu interpretieren. Und es ist in jedem Zeitalter der Menschheit gewesen und in jeder Generation, dass jeder oder viele, viele Wissenschaftler meinten, jetzt tritt gerade die Apokalypse ein. Guck, da steht's, da steht's, da steht's. Ich kann da echt total viel hinein interpretieren. In meinen Augen ist die Apokalypse eine Erfindung. Eine Entfindung der Kirche des Mittelalters, um uns in Angst und Schrecken zu halten, damit das, was jetzt passiert, nämlich dass es in Wirklichkeit ins Licht geht und eine kosmische Bewusstseinsanhebung, in dem die dunkle Seite verloren hat, schon lange vorbei ist. Und wenn dann da steht, dass die Sterne vom Himmel fallen im Johannesevangelium, dann ist es nichts anderes als eine Abschrift aus viel älteren Schriften, in denen damit gemeint ist, dass der Himmel unter dem Himmel sich offenbaren wird. Das bedeutet, wir werden diese Matrix und diese Scheinwelt, in der wir uns befinden, erkennen. Und wir werden erkennen, dass dieser Himmel, den wir sehen, nicht der reale Himmel ist. Das bedeutet nicht, dass die Sterne auf den Boden fallen, sondern sie werden gelüftet.
Und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die wir nur metaphorisch verstehen dürfen. Wir dürfen nur eins nicht tun, wir dürfen in die Angst gehen. Ganz genau. Also Angst ist ja ein wichtiges Thema. Damit versuchen sie uns ja im Hamsterrad zu halten. Hatten wir übrigens auch mal ein Video von gemacht, schon länger her. Also ich sehe das eher tatsächlich als Aufdeckung. Das Erkennen, wer sie sind, führt letztendlich natürlich zu der Erkenntnis, was im Hintergrund so alles läuft. Und du kannst, also es ist wirklich so, dass ich mich jeden Tag, wenn also ich irgendwas lese, von dem ich wusste, dass das genau passieren wird, dann freue ich mich wie so ein kleines Kind. Ne? Dann freue ich mich, ja, ich wusste, es dauert nicht mehr lange, dann bekommen sie ihre Quittung. Ja, also ja, das ist tatsächlich so, ich sag mal, dieses mit gespaltener Zunge reden, kennst du diesen Ausdruck? Und ich habe lange überlegt, was das bedeutet. Ja, mit gespaltener Zunge reden ist im Grunde genommen so wie zum Beispiel in der Agenda 2030 die 17 verschiedenen Ziele definiert wurden, das ist mit gespaltener Zunge reden. Ich mag ja auch dieses Wort nachhaltig. Ja, und dieses Wort nachhaltig ist global überall gegangen. Ja, überall immer das erste oder zweite Wort ist nachhaltig. Ja, dauerhafte Kontrolle. Ja, und es ist so offensichtlich geworden, für mich zumindest, dass ich mich wirklich freue, dass es nicht mehr lange dauert. Es nicht mehr lange dauert und sie bekommen ihre Quittung. Und das macht mich einfach, es macht mich glücklich. Und du hast ja vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Das war der Punkt, in dem du sagst, jeder Mensch trifft ja seine eigenen Entscheidungen und zieht letztendlich das in seinem Leben, was er ja aussendet. Ja, und ich sag mal, wenn du dich für eine Seite entscheidest, dann kannst du dich sicherlich irgendwann mal umentscheiden, aber irgendwann ist dann auch Schicht im Schacht, dann geht es nicht mehr. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, war, wir leben momentan in einer tatsächlichen Lügenmatrix und es lichtet sich immer mehr. Sie geben sich auch wirklich gar keine Mühe mehr, das wirklich hinterm Berg zu halten. Nächste Pandemie geplant, ja, durch noch mehr Lockdowns, noch mehr Medikament verspritzen und so weiter. Also das ist das, was du so hörst. Und ich weiß, je mehr sie auffahren, je mehr Menschen werden aufwachen. Und dann werden sich natürlich daraus wieder Leute sortieren. Ne? Es findet hier, wenn du so willst, wie du auch schon mal gesagt hast, eine Auslese statt. Kann man das so sagen? Das kann man durchaus so sagen. Schau mal, ich fange mal woanders an und werde jetzt mal was offenbaren, was vielleicht so noch keiner gehört hat. Als die Erde entstand und sich für die Dualität entschieden wurde und die ersten geistigen, spirituellen Lichtwesen auf der Erde inkarniert sind, sahen sie schon mal vollkommen anders aus als wir heute. Es waren andere Umweltbedingungen, sie waren größer, hatten andere Verdauungssysteme, hatten sechs Finger und so weiter, sechs Finger an jeder Hand und so weiter. So, und es waren 12. Ach, interessant. Und es waren nicht nur 12. Und das ist ein Geheimnis, dass die Kirchen uns seit jeher vorenthalten. Es sind nicht die 12 um Jesus gewesen. Es waren 2x12. Wer sind die zweiten 12? Der weibliche Aspekt, die Frauen. Ja. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die man uns voranhält in der Vereinigung von Männlichkeit und Weiblichkeit auf Erden, auch in der physischen Form. Es ist ja, wie gesagt, beschlossen worden, dass es Männlichkeit und Weiblichkeit gibt, auch in körperlicher Form. Von daher sind 2x12 inkarniert. So. Und diese 12, jetzt wird es echt schräg, diese 12 waren immer die gleichen 12. Was will ich damit sagen? Ich kriege gerade einen riesen Pfeifen ins Ohr. Entschuldigung. Diese 2x12 waren immer die gleichen. Sie waren die, die wir heute die 12 Titanen nennen. Sie waren die, die wir heute die 12 Asen nennen. Sie waren die, die wir heute die 12 Apostel und Jünger an Jesus Seite kennen. Sie waren die, die die 12 an König Artus Seite im Gralsbund waren. Und sie waren immer 12x2, plus Familien und Kinder.
Das heißt, es ist immer wieder von der Blaupause des Göttlichen, der Urquelle, in jeder Epoche, alle rund 100 Jahre, kommen diese 12 kollektiv wieder auf die Erde. Und sie können sogar bis zu 12 mal 12 werden jeweils, weil wir ja verschiedene Seelenaspekte in uns haben. Es kann also einer, sogar in einer Inkarnation, 4 mal auf der Erde existieren. Okay? Weil das ein Kuchen ist, der Erfahrungen macht. Und davon gibt es auch 12. Immer die Zahl 12. Und diese 12 oder 12 mal 12, nicht ganz, sind jetzt wieder da. Und sie sind jetzt wieder da, das Richtige zu tun und die Lichtarbeit zu leisten. Jetzt wissen sie aber, alle 12, dass sie jetzt endgültig siegen werden. Es wurden viele Schlachten verloren, aber der Krieg wird jetzt gewonnen. Naja. Und so war es auch so, dass diesen 12 auch später königliche Geschlechter hervorgingen, weil wir es ja gerade von dem Thema hatten. Die Merowinger, die du zum Beispiel auch eingangs erwähnt hattest, stammen aus der Blutlinie von Jesus und Maria Magdalena ab. Inklusive später den Gralskönigen, inklusive den Hohenpriesterinnen von Aksch, den Burgunderköniginnen, Prinzessinnen aus der Maria Magdalena-Linie und die König-Arthus-Sage ist daraus entstanden später. Das Ja. ist ein ganz spannendes Thema. Das heißt, auch diese Begründungen der Dynastien waren im Ursprung etwas sehr, sehr, sehr Lichtvolles. Und so wie wir das noch in alten Filmen kennen, dass ein Ritter nicht den auszeichnet, der am besten kämpft, wie bei einem Gladiator zum Beispiel. Nein, ein Ritter ist nicht der, der am besten kämpft, sondern ein Ritter ist der, der mit Edelmut kämpft. Und zwar für die wahren Werte der göttlichen Urquelle. Das ist durch Zurückhaltung, Demut. Für mich ist ein Ritter schon jemand, der einer alten Dame über die Straße hilft. Also die wirklich für die Menschen und für die Menschheit da waren, sie zu schützen, sie zu beschützen und im wahren Edelmut zu leben. Das sind diese Tugenden, die einfach wichtig waren. Und das machte einen Ritter in Wirklichkeit aus. Davon sehen wir aber natürlich heute nichts mehr. Das ist ja alles total verkommen und wurde irgendwann nur noch in Mord und Totschlag ausgeartet. Oder im Glauben eines, oder im Glauben eines falschen Glaubens wurden dann falsche Kriege geführt. Das kennen wir alles, diese Geschichten. Ob das die Heiligenkriege waren, ob das die Inquisition war, Gott wird seine schon erkennen, haut drauf, vom Baby bis zur alten Frau. Das sind natürlich die dunkle Seite, die hier dann irgendwann okkupiert hat, die Besitz ergriffen hat und auch dieses System indoktrinierte. Ja? Und das hatten wir in allen großen Kulturen der bisherigen Geschichte der Menschheit immer wieder gleich. Sobald die Hohepriester das Amt übernommen haben oder die Macht, auch die politische und die finanzielle Macht übernommen haben, ist es meistens immer in die Hose gegangen. Das war in Atlantis auch nicht anders. Das Ja. heißt, wir haben auch da wieder diese Dualität, wir haben diese beide Pole, ja. Das, was im Grunde genommen erfunden wurde, um wirklich die Menschheit mit Wissen und Weisheit zu versorgen, ja, das ist nachher ins Gegenteil umgeschlagen. Naja, ich sag mal, wenn jemand Macht bekommt, zeigt er meistens immer sein wahres Ich, ne? Und ich glaube, das ist, hat eher etwas mit dem mit der Besetzung, mit dem Ego letztendlich zu tun und dieses, ja, wie soll ich sagen, Macht ausüben können über andere. Zu diesem Typus gehöre ich nicht. Ich liebe es eher, mich auf Augenhöhe auszutauschen und dabei in Synergie in der Gemeinschaft etwas zu formen. Ja, das ist so. Das ist so meins. Also ja, ich sehe das so ähnlich, wie du es eben beschrieben hast. Jedoch denke ich, dass momentan ja noch bevorsteht, dass sie versuchen natürlich jetzt nochmal alles aufzufahren, um uns nochmal zu ködern, zu fangen. Denn sie glauben ja an ihrer Seite, ja, also an ihre dunkle Seite glauben sie ja ganz, ganz fest und dass ihr Gott, den sie, also die dunkle Seite, den Sie zu Ihrem Gott erkoren haben, ja, da glauben Sie ja Ich ganz, glaube ganz das noch fest nicht dran. mal.
Ich glaube das noch nicht mal, dass Sie daran glauben mittlerweile noch, Thorsten. Ich sage dir auch warum. Okay. Nur so ein Gedankenanstoß. Ja, Ich gern. würde sagen, Sie halten daran fest, aber Sie glauben nicht mehr daran, weil Sie wissen, und das hat ja auch Project Looking Glass, du kennst diese ganzen Geschichten, hat gezeigt, dass denen ihr Ende nahe ist. Es ist rum. Das, was wir jetzt sehen, das ist der letzte Rest vom Schützenfest. Das ist das, was noch übrig geblieben ist. Jetzt reiße ich noch mit in den Abgrund, was ich in den Abgrund reißen kann, weil ich habe bereits verloren. Das heißt, sie glauben nicht mehr an ihre Siege. Das ist doch vorbei. Sie halten nur noch an den Dunklen fest, weil sie können nicht anders. Weil sie Und kein das ist das Interessante. Ausstiegsszenario haben. Sie wissen, dass jetzt, wie gesagt, die Kasse klingelt, ja? Die müssen ihren Bon jetzt einlösen. Und das macht es ihnen besonders schwer. Okay, so kann man das natürlich auch betrachten. Wie gesagt, also ich gehe schon davon aus, dass sie ihren Stiefel durchziehen, so wie du ja schon sagst, weil sie kein Ausstiegsszenario haben. Meine Meinung dazu. Und das würde natürlich bedeuten, dass sie jetzt noch mal in die Vollen gehen, ne? Natürlich jetzt noch mal alle Geschichten auffahren, um die Leute natürlich auch in die Angst zu bekommen. Ja. Und letztendlich brauchen sie darum unsere Zustimmung. Ja. Und ich habe festgestellt, halt mich für verrückt. Ja, aber das ist so jetzt mein Gedankengang. Die Zukunft ist ja noch nicht da. Ja, das heißt also, da wir ja in einer rein fiktionalen Welt leben, also dieses System der Juristerei, der Gesetze und so, ich rede nicht von den ungeschriebenen Gottesgesetzen, die ja da sind. So, ich rede von den menschengemachtes Recht. Ja, ist ja nur eine reine Fiktion. Es ist ja eigentlich nur eine Luftnummer. Und ohne die Menschen, die glauben, im Namen einer anderen Person handeln zu müssen, die ihnen noch nicht mal gehört. Ja, und für diese Person, die aber dann registriert ist bei ihrem Eigentümer letztendlich, für die schaffen wir als Menschen, als lebendige Menschen, die Werte ran. Und das erinnert mich natürlich wieder an Klaus Schwab. Ja, Schwupp wollte ich gerade sagen. Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Das ist ja jetzt schon so. Ja, Ja, so, ja. deswegen, Sind ja, ja alle deswegen. Rechte abgegeben. Ganz genau. Und Sie wollen ja jetzt über den Pandemievertrag, wie wir ja wissen. Das ist das übrigens, was in der Bibel steht. Also, dass man dem Tier jetzt große Macht gibt und alle Nationen werden sich verbeugen vor dem Tier. Ja, weil dazu musste ja eine neue Religion geschaffen werden. Ne? Die Religion ist angekündigt worden in den Guidestones of Georgia. Ja, Georgia Guidestones. Ja, habe ich übrigens noch Originalaufnahmen zugeschickt von einem lieben Freund, der da in der Nähe gecampingt hat zu der Zeit, hat Videos gemacht, hat Filme gemacht, so dass also ihre 19 Gebote sind ja da. Und ihre Religion, in der sich alle Nationen dieser Erde unterwerfen werden sollen, laut ihrer Prophetie, ist es tatsächlich so, dass diese Klima-Agenda letztendlich die Religion sein wird, die alle anderen Religionen ablöst, ja, und dafür Sorge trägt, dass ihre Version von dem, wie sie sich das wünschen, quasi in die Welt treten soll. Und so steht es zum Beispiel aber auch in den verschiedenen religiösen Schriften, wo ich gelesen habe, jetzt über die Endzeit sozusagen. Ja, aber letztendlich ist es so, der König des Nordens. Ja, ich habe mich immer gefragt, wer ist der König des Nordens? Es geht um den Glauben und das Wissen darüber, dass wir ein Teil der Schöpfung sind. Aber die andere Seite möchte auch gern König des Nordens sein und möchte eben gerne, dass sie angebetet wird. Ja? Denn der echte König aus dem Norden kommt aus dem Norden. Ja, und manchmal sind die Texte so geschrieben, dass ich dann denke, naja, das müssen Juristen geschrieben haben, so wie das geschrieben wurde, ja. Also so verdreht, so sinngemäß, ja. Naja,
Sie schreiben etwas, meinen aber etwas ganz anderes. Nun kommt es natürlich auch davor, dass wir wissen, die Texte aus dem Lateinischen immer wieder abgeschrieben wurden, immer mal wieder abgeschrieben wurden oder aus dem Altgriechischen. Dann sind da natürlich auch Schriften von dem Jahr, die nie wollten, dass die in der Bibel auftaucht, die man dann irgendwann verschwinden ließ. Dann sind die durch Zufall irgendwann gefunden worden. Und die haben uns Hinweise gegeben auf das, was wirklich ist. Und in der Zwischenzeit, ob du das glaubst oder nicht, uns hat man ja immer suggestiert, Riesen, alle Schwachsinn. Ja, nun habe ich einen guten Freund, der lebt in England, ja, der arbeitet in einem großen britischen Museum. Und der hat mir erzählt, dass den größten Kopf, den er gefunden hat, menschlichen Kopf, den er eingepackt hat und verschicken musste ins amerikanische Archiv. Ja, etwas über 1,20 Meter war. Weißt du, was das für ein Kopf ist? Und dann erzählt man uns, alles Humbug, alles gefaked. Ja, ich finde, das ist doch. Ja, wir haben ja die Funde weltweit. Das ist ja gar nicht mehr abzustreiten. Ja, in keinster Weise. Wir haben ja die Zeitungsberichte, bevor die Darwin'sche Theorie in Stein gemeißelt wurde, hat man ja genug Funde gehabt, die man auch dokumentiert hat, die man in Zeitungen veröffentlicht hat. Man hat noch jetzt in der Neuzeit in Spanien wieder 20 Riesengräber gefunden von 10 Metern Größe. Das geht natürlich ab, alles ab ins Smithsonian oder wird wieder zugescharrt oder vernichtet. Aber irgendwie dringt es dann doch immer durch. Wir haben auch genug Aufnahmen, auch aus dem 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert, teilweise aus Schwarz-Weiß-Aufnahmen noch, die das auch gut zeigen und die sind tatsächlich nicht gefälscht worden. Ja, das kann man daran erkennen, dass in den damaligen Zeitungsberichten, wenn man sie wieder aus dem Archiv holt, diese Bilder drin waren. Es ist, wie es ist, wie es ist. Wir können es nicht verleugnen und ich sagte ja auch, dass die Menschheit schon vor langer Zeit wesentlich größer war als heute. Wenn wir sehen, Echnaton und Nofretete waren auch 3 bis 4 Meter groß. Hier, ja? Er war ein bisschen größer als sie. Und so haben wir viele andere Herrscher auch gehabt. Denk an Gilgamesch, die Sage. Und als dann ein deutscher Archäologe meinte, tatsächlich, ich habe das Grab von Gilgamesch im Irak entdeckt, dann muss man ja davon ausgehen, wenn er sagt, er meinte, das Grab von Gilgamesch entdeckt zu haben, dann muss er ja ein Skelett gefunden haben, das mindestens 5 bis 6 Meter groß ist. Ganz genau. Der Beschreibung nach. Mindest. Sonst hätte er das ja nicht behauptet. So, und 2 Wochen später fängt der Irakkrieg an und Amerika fällt in den Irak ein, der niemals an 9/11 beteiligt war. Ebenso hatte ungefähr 3 Monate vorher, es sind 2 Ereignisse, hat man bei den Sphinx in den Bucedi-Bergen, da gibt es ja auch eine der Halle der Aufzeichnungen, die unter der Sphinx in Ägypten, und da hat man auch mit Satelliten des Pentagons tatsächlich diese Aufnahmen machen können. Und der Geheimdienst, ich habe Rumänien ist es, glaube ich, ne? Der rumänische Geheimdienst, Department Zero, war ja auch mit aktiv dabei. Und die hatten das alles erforscht und die Freimaurer Mazzini war mitgekommen und die müssen um Erlaubnis gefragt werden, die ganz hohen Bilderberger und Freimaurer. Und man weiß, dass darunter auch Verbindungen waren, Tore waren. Man redet auch im Irak schon seit den 90er Jahren, redet man von Sternentoren, von Stargates, die im Besitz von Saddam Hussein waren. Und es überrascht mich, dass nach diesem Fund des Gilgamesch-Grabes, in dem das Wissen der Menschheit verborgen sein soll, laut der Gilgamesch-Sage 2 Wochen später der Irakkrieg ausbricht, nach all diesen Informationen, und man auch Aufnahmen hat, wirklich gesicherte Aufnahmen, wo eine der ersten Aktivitäten im Irak tatsächlich die Sicherung dieser archäologischen Stätten seitens der Amerikaner waren, mit Militär, Absperrung aller Archäologen aus dem Land geschmissen und selbst weitergebuddelt. Und da wurden Dinge entdeckt, von denen wir nur erahnen können, was dort war. Ganz kurz. War das der wahre Grund für den Krieg? Ja? Die wissen das auch alles und die sind nicht dumm. Und das, was bei uns als Verschwörungstheorie bezeichnet wird und die Spinner über die Riesen, das ist für sie ein Fakt und sie sind auf der Jagd danach. Ja? Und sie wollen es als Erste haben. Das ist ganz offensichtlich. Kann das sein? Es gab doch mal so ein Video davon, wo man also Statuen gefilmt hat.
Und das Erste, was die gemacht haben, war dann, diese Statuen zu sprengen, damit man da nicht mehr forschen kann. Ja, War das? das war, glaube ich, in Afghanistan, ne? Diese Ja, genau, das Buddha-Figuren, war in Afghanistan. die wahrscheinlich gar keine Buddha-Statuen waren, sondern Abbildungen von verschiedenen, naja, egal. Also ja, das hängt natürlich auch damit zusammen. Viele Kriege hängen damit zusammen. Ich meine, warum zerstört man in einem Krieg unbedingt die Archäologie, die Architektur? Warum vernichtet man Architektur und Literatur? Weil es genau die Dinge sind, die uns an unsere wahre Herkunft erinnern. Das hat natürlich System, das Ganz Ganze. genau. Das ist ganz offensichtlich. Ja, das wissen wir. Das ist leider so. Aber wie gesagt, die Zeiten, wir werden diese dunklen Zeiten, wie jetzt in den Weltkriegen oder in den Kriegszügen, die da nach Jerusalem stattfanden, in Europa und den 30-jährigen Kriegen, alles, wir werden es in meinen Augen nicht mehr erleben. Wir werden das rumreißen und es gibt genug Menschen oder Seelen auf der Erde, sehr alte Seelen momentan, die daran arbeiten, halt im Verborgenen, ja, und um da im Kollektiv wirklich die Energie und das Licht freizusetzen und das zu ermöglichen, zu dem wir, wie gesagt, die Unterstützung des Kosmos haben, die gesamte Konstellation der Erde aktuell und der Veränderung, die sie durchmacht, deutet auch darauf hin. Denken wir an Broers, was der ja auch sagt, Conforto und so weiter. Also für mich ist es eigentlich schon alles sonnenklar und ich bin in so einem unendlichen Gottvertrauen für das, was auf uns zukommt und weiß, dass derjenige, der im Vertrauen ist, auch behütet und beschützt sein wird. Und da gibt es für mich keinen Zweifel, in gar keinster Weise. Ja. Das Und klingt da, um das mal anders zu sagen, wie es Jesus zu uns gesagt hat, also hier und jetzt, ihr werdet noch Wunder erleben, von denen habt ihr jetzt noch überhaupt keine Vorstellung, was da auf uns zukommen wird. Ja? Wir werden es sehen. Dann wieder Portal reisen können in der Erde und all das wieder neu geschehen machen dürfen. Ja? Inwieweit wir da tatsächlich jetzt neue Wunder geschehen lassen. Ja? Tut es mir nach und tut noch Größeres. Und jetzt ist, glaube ich, auch genau die Zeit, in der das im Kollektiv geschehen darf. Also das sind schon fast schöne Abschlussworte, muss ich wirklich sagen. Obwohl eigentlich finde ich immer die Zeit viel zu kurz, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich müssen wir wirklich mal einen Nachmittag Wir konnten gar durchmachen. nicht so viel besprechen, ja. Nee, wir konnten leider nicht so viel besprechen. Aber bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch ein, zwei Fragen dich fragen wollen. Und zwar: Was glaubst du, passiert in den nächsten Monaten? Erstmal das. Und die zweite Frage wäre gewesen, was würdest du den Menschen raten, die jetzt vielleicht gerade dieses Video sehen? Deine Chance. Meine Chance. Also, ich lege mich nicht auf Monate fest. Der Prozess wird etwas länger dauern, ganz klar. Wir werden im kleineren, mit tiefen Blicken, die wir machen, werden wir auch in wenigen Monaten starke Veränderungen feststellen. Also gerade auf der spirituell-geistigen Ebene erleben wir derzeit wirklich sehr, sehr viel. Wir haben unfassbare Botschaften. Gerade in den letzten 2 Jahren geschah sehr viel, die auch die ganzen Recherchen für meine Bücher möglich gemacht haben, weil ich sage ja immer, ich habe es nicht geschrieben. Die Information floss durch mich, da werde ich immer geführt. Und so haben wir auch neue Offenbarungen. Wir werden in der nahen Zukunft, ich drücke es mal so aus, werden wir die Wahrheit erfahren. Wir werden erfahren, dass wahrscheinlich König Salomon gar nicht in Jerusalem gelebt hat, sondern wahrscheinlich im Süden von Spanien. Wir werden erfahren, was die Bundeslade war. Ich habe jetzt ein Video darüber gemacht, die ja schon im alten Atlantis existiert hat. Und von Moses in Ägypten eigentlich geklaut wurde und nicht gefertigt. Wir werden viele, viele Wahrheiten erkennen, sodass wir eigentlich eine neue Heilige Schrift schreiben können. Über das, was tatsächlich geschah. Es werden viele neue Informationen ins morphogenetische Feld kommen, sodass wir im Kollektiv daran anzapfen können. Ich werde oder wir werden nicht die Einzigen sein, die diese Informationen dann tragen oder hinaustragen, sondern andere werden sie auch empfangen können. Und das wird eine ganz spannende Zeit während der Aufklärung. Wir werden durch die kosmische Bewusstseinsanhebung auch wieder in der Lage sein, Joe Dispenza hat es im Kleinen schon bewiesen, Telomere wieder zu verlängern und damit unser Leben. Vielleicht werden wir beide Thorsten noch, wenn wir uns anpassen mit unserem Körper und in dieser geistigen Bewusstseinsanhebung mitgehen, noch 150 Jahre älter.
Vielleicht werden unsere Kinder auch 250 bis 300 Jahre. Ich halte das alles für durchaus möglich. Wenn es nicht so sein soll oder kommt, wir wissen es nicht, inwieweit noch die dunkle Seite ihre Finger da endgültig im Spiel hat, aber die Tendenz sehe ich ganz klar in der positiven Seite, dass wir es schaffen werden dieses Mal und sehe da eine wirklich wunderbare Zeit auf uns zukommen. Die andere Seite der Botschaft ist natürlich Menschen, die immer noch ganz stark im Materialismus hängen. Materialismus heißt für mich in der Vergangenheit, in der Opferrolle, nicht bereit sind, die völlig Atheisten sind. Das Leben hat keinen Zweck, das Leben hat keinen Sinn. Wir leben einfach nur mal und sterben irgendwann, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Da fehlt natürlich die Transzendenz, das spirituelle Bewusstsein, auch sich kosmisch, körperlich, geistig anzuheben, Geist, Logos und Herz zu verbinden. Ja, ans Nullpunkt fällt. Da werden wir aber jetzt wieder hinkommen. Und es gibt ganz tolle Vorreiter dafür. Und es wird immer mehr offenbart werden, auch sogar in der Quantenphysik oder in der Wissenschaft, in der Biologie. Es wird richtig spannend. Es ist schon lange nicht mehr anzuzweifeln, dass Telomere sich verlängern können. Ja, von daher denke ich mir, werden wir all das, und das ist das, was er sagte, ihr werdet noch Wunder erleben, von denen ihr niemals gedacht hättet, dass sie möglich wären. Ja, keine Ahnung, vielleicht sehe ich dich irgendwann übers Wasser gehen, Thorsten. Ich weiß es nicht, aber es wird in eine Richtung gehen, wo wir viele sagen werden, in 10 Jahren, in 5 Jahren, rückblickend, Alter, war das eine spannende Zeit. Es war wirklich phänomenal, wie sich das entwickelt hat und wie exponentiell sich das irgendwann dann nach oben entwickelt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Botschaft nach draußen, bleibt in eurer Mitte. Hört auf, diesen Angstpornos da draußen zu folgen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Das System lebt davon, dass ihr aus eurer Mitte gebracht werdet durch Nachrichten, die von außen kommen. In der Regel wird Angst erzeugt und Angst ist die Gegenteiligkeit von Liebe. Und Liebe ist die Lösung für alles. Wir können sie in der Angst nicht empfinden. Im Krieg hat man sogar in Bunkern gesungen. Warum? Weil wenn man singt, kann man keine Angst empfinden. Ist auch ganz spannend. Benutzt wieder Techniken, schaut euch Videos an, guckt euch Seminare an, bildet euch auf der geistig-spirituellen Weise fort, dass ihr da mitkommt, dass ihr in eure Mitte kommt. Und wenn ihr in eurer Mitte seid und ihr meditiert oder was auch immer, werdet ihr die Wahrheit erkennen, weil sie ist intuitiv in unserer Seele verankert. Wir haben es nur verlernt, dort wieder anzapfen zu können. Geht aus den Angstpornos da draußen raus. Ihr habt es doch schon verstanden. Sonst würdet ihr dieses Video von euch oder von Thorsten jetzt nicht angucken. Ihr habt es echt kapiert. Überlasst das wirklich Leuten wie Thorsten oder anderen, die weiter in diesem Müll rumwühlen. Die machen das freiwillig. Aber geht ihr nicht auch noch hin, weil ihr gebt dem System des Dunklen damit ja wieder Energie. Ihr füttert es in dem Moment. Sondern schaut euch wirklich Videos an. Tanzen, lachen, singen, Komödien, Freude. Guckt euch auch keine komischen Krimis mehr an oder irgendwelche Agenda-Filme, wo, was weiß ich, einer seinen Tod findet und der eine macht dann seinen Rachefeldzug, ja, und macht da so ein Massaker, John Wick und Co., wie die alle heißen, diese Filme. Leute, die halten uns in einer so niedrigen Schwingung. Die machen uns so fertig, ja, die beschäftigen uns die ganze Nacht in Träumen. Ihr tut euch damit nichts Gutes. Das ist die Essenz, die Erkenntnis, die ich die letzten Jahre wirklich als kleine Essenz mitgewinnen durfte. Und das sind so kleine Schritte, wirklich einfach nur mal kleine Schritte. Fangt wirklich bei euch selbst an, eurem Bewusstsein bewusst zu werden. Hinterfragt, wenn ihr jetzt wieder so einen Fernseher anschaltet und so einen Film euch reinziehen wollt. Will ich das wirklich? Will ich es wirklich? Oder gucke ich mir mal, was weiß ich, irgendein cooles Video im YouTube an über eine Bewusstseinsanhebung, über die kosmischen Energien, über frohe Botschaften, über den wahren Glauben wiederzufinden. Lest ein gutes Buch, geht in den Garten, legt euch in die Hängematte, starrt in den Himmel, schaut euch die Natur an, freut euch über die Orchidee, die gerade auf meiner Terrasse blüht. Das sind die Dinge, glaube ich, die wir jetzt wieder lernen dürfen, da hineinzugehen. Und wenn wir uns dessen einfach nur im Alltag ab und zu etwas mehr bewusst werden, dann werden wir auch anders mit uns, mit unserer Frau, mit unserem Mann, mit unseren Kindern, mit unserer Familie umgehen. Liebevoller, sorgsamer, achtsamer. Mehr will ich gar nicht. Und ich glaube, dann ist das Kollektiv auch genau darauf getrimmt, global gesehen, das Kollektiv es ins absolute Licht zu führen. Weil das morphogenetische Feld ist auch ein Kollektiv, wie es Carl Gustav Jung schon sagte. Und Max Planck, das Gottesfeld. Und je positiver wir denken,
desto mehr wir im Vertrauen sind, desto schöner gestalten wir dieses morphogenetische Feld. Und umso sanfter wird der Übergang und umso schöner wird es für uns werden. Wir sind alle ein Teil des Ganzen. Ihr seid keine unbedeutenden Lemminge. Im Gegenteil, ihr seid alles wichtige, lichtvolle Individuen. Jeder von euch. Es ist so, ja. Also, lieber Peter, also es war mir mal wieder eine Freude, mit dir hier wirklich ein Video zu machen. Ich denke, für euch da draußen der eine oder andere Aha-Effekt vielleicht. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, schreibt es bitte in den Kommentaren rein. Wenn ihr Kontakt zu Peter wünscht, dann ist das natürlich auch möglich über seine Webseite. Die findet ihr in der Videobeschreibung. Seine Bücher sind wirklich ganz interessant, kann ich nur ans Herz legen. Blende ich auch gerne rein nochmal für dich, damit du also auch dann den Peter finden kannst. Ja. Sei bedankt, Peter, dafür, dass du die Zeit hattest, mit mir hier auch dich mal auszutauschen über das Thema, was uns letztendlich ja auch alle angeht. Und es war mir eine Freude und Ehre, tatsächlich auch deine Sichtweise nochmal zu hören. Bestätigt natürlich auch dann meine Sichtweise, auch wenn ich so ein bisschen, ich sag mal, in den Müll wühle, ja, einfach um auch zu wissen, mit wem habe ich es hier zu tun. Das macht mir wiederum Freude, das erfüllt mich, weil ich überhaupt nicht negativ daran gehe, sondern ich freue mich darüber, diese Dinge gefunden zu haben und weiß, das ist wie die Erkenntnis von der Erkenntnis, dass man Erkenntnis erlangt hat. Ja, das ist für mich momentan eins der schönsten Dinge neben meiner Familie, meinen Kindern und neben das, was ich so draußen wahrnehme, einfach wunderbar. Ja. Das ist ja auch ein Stück weit eines Seelenplans, Thorsten. Das ist ein Stück weit deines Seelenplans. Warum sollte sich jetzt ein begnadeter Musiker, der von seinem Herzen her einfach nur die Gitarre in der Hand halten will, als Beispiel, warum sollte sie sich mit diesen ganzen Angstpornos beschäftigen oder mit diesen Nachrichten? Der sollte das dann mal überlassen und gefiltert nur, wie gesagt, etwas zur Offenbarung sich anschauen. Der soll einfach auf die Straße gehen und Musik machen für die Menschen. Es ist so wichtig. Ganz genau. Sein Herz, sein Fokus genau darauf richten und so hat jeder von uns seinen Job, jeder von uns seine Aufgabe. Ja? Wir haben genug Kapitalisten, wir brauchen jetzt mehr Menschen, die Geschichten schreiben, die Geschichten erzählen, die Muse wieder verkörpern, die Musik machen, die singen, die tanzen. Das ist das, worauf es jetzt ankommt, glaube ich, und dann kommen wir auch wieder in die Freude. Dann haben die auch eine Chance, weil mit Humor können die nichts anfangen. Das ist denen zu fremd. Deswegen ist das hier auch hier eine reine Satire-Sendung. Also, ja, herzlichen Dank, lieber Peter. Danke euch fürs Ansehen. Ich wünsche euch noch einen ja, wunderbaren Resttag, Tag, morgen, Abend, wann immer ihr das Video seht. Und vergesst natürlich nicht, euren Daumen nach oben zu machen. Teilt das Video ganz gerne, denn die Reichweite, die man durch euch erreicht, kommen dann auch anderen Menschen zugute, weil letztendlich führt das alles nachher zum großen Ganzen. In diesem Sinne, Heil und Segen euch. Danke, Peter. Heil und Segen dir und bis demnächst.